Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, mit Flatout 2, mit voraussichtlich der letzten Folge, denn wir stehen in den Derby Finals und haben noch 3 Rennen zu fahren. Es geht los mit der Strecke Midwest Ranch 2, Seestrecke mit baufälliger Holzbrücke, großem Bauernhof und Scheunen. Mal sehen, wie viel Chaos wir da anrichten können. 3 Runden haben wir dafür Zeit. Auf geht's, ohne lange Worte. Na? Hier, wieder mal der Ladescreen. Na, komm schon, Kiste. Mach hin hier. Ich will fahren. Ich will schrotten. So, wir starten erfröhlicher. Wir sind wieder ganz hinten. Links an unserer Seite startete Sofia Martinez. Setzt sich gleich vorne mit ins Feld, mit rein, kämpft sich dort durch. Das kann man hier in der Übersicht leider nicht gut sehen. Zack, da haben wir also den ersten. 2 waschen jetzt hier ihren Wagen. Boah, Leute. So. Mein Gott, was für ein Chaos in der ersten Kurve. Kommen wir hier weg? Nein. Machen wir das mal so. Wir steigen hier als Fünfter wieder ein. Richtig satt Nitro dabei. Und den drücken wir doch mal hier weg. Auch wenn es uns da selber von der Strecke haut. Macht alles erstmal nichts. Wir sind ja noch hier in der ersten Runde. So, und peng! Hier ab ins Wasser. Gut, auch mein Auto muss auch mal gewaschen werden. Machen wir nichts draus. Aber jetzt sollten wir uns so, drauf machen. Lange gerade hier an der Brücke vorbei. Nitro raus. Damit wir wieder Anschluss. Peng! Ans Feld kriegen. Ray Carter haben wir hier in die Botanik geschickt. So, ich nehme hier den Weg außen durch das Hangar. Kriegen wir den Drift hier sauber. Jo, sieht so aus. Nicht ganz. Ups. Aber wir kommen mit der Schnauze nach vorne auf und das ist wichtig. Nitro raus, denn das Pärchen da vorne, das will ich mir schnappen. So eng sind die beiden gar nicht mehr zusammen. Zack, nochmal hier. Upp, und jawohl, weg ist er. Jo, und da müssen wir mal hier außen rumfahren. Sehen wir alles nicht so eng. Und hier zack, nochmal durch die Schikane. Danke für die Leitplanke. So. Jawohl. Also hier sind wir noch relativ dicht dran. Jetzt haben wir leider kein Nitro hier für die lange Gerade. Müssen wir sehen, wie unser Roma sich da schlägt. Ja, immerhin. Zack, hier haben wir noch einen kleinen verpasst. Kommen wir hier sauber, relativ sauber durch die Kurve durch. Und peng. Da können wir doch mit einem Powertreffer hier was aufsammeln. Aber es ist erfreulicherweise alles recht beisammen hier. So, wir haben auf 4. Position aufgeschlossen. Haben direkt Jack Benton hier vor uns. Wollen wir sehen, dass wir den nicht irgendwie beiseite schubsen können. Zack. Und da haben wir natürlich auch wieder Sofia Martinez. So, wir fahren wieder mal außen rum. Ach, schade, das hat nicht so gut geklappt. So, und hier schubsen wir nochmal. Ups. Du kriegst auch nochmal einen. Schade, der hat uns nicht nach vorne gebracht. Wir sind in der letzten Runde an 5. Position. Da muss jetzt hier was kommen. Na, da müssen wir uns nicht lange hier aufhalten. Leider kein Nitro für die lange Gerade. Zack. Hier verpulen wir ihm einmal noch einen. Und wir hier sauber angelehnt an ihn kommen wir hier durch die Kurve. Aber jetzt ist hier Feierabend. Weg mit ihm. Und ja, da vorne gehen sie schon durch die Kurve. Das wird Knirsch. Nix Nitro. Ach, 4. Ärgerlich. Tja, 4. Das war nix. Das machen wir gleich nochmal. Auf geht's.
So, wir bleiben gleich ein bisschen dichter am Feld dran. Und ja, mal schauen, da gibt es schon die ersten Rangeleien. Mal sehen, ob sich da einer querstellt, den wir dann schön mitnehmen können. Aber sieht erstmal nicht so aus. Wir drücken uns hier einfach nochmal ein bisschen mit durch. Ups, parken hier an der Hauswand. Und jawoll. Sind hier an zweiter Stelle, haben uns sauber aus dem Pulk gelöst. Allerdings relativ weit vor uns noch den ersten. Und den müssen wir jetzt natürlich hier aufs Korn nehmen. Die Stammmann. So, da haben wir ihn gedreht. Na, keine Rangeleien hier. Was ist hinter uns los? Haha, das Chaos, so gehört sich das. Wir lassen uns hier mal kurz ein bisschen überholen. Ach, die beiden kümmern sich schon um sich selber. Na, so ganz. So, da haben wir wieder den Führenden, den wir jagen können. Nitro ich mir ein bisschen auf noch für hier die lange Gerade. Peng, da haben wir nämlich. So, jetzt müssen wir dich nur noch hier von der Strecke schubsen. Ja. Zack. Ja, hoffentlich war es das. Ja. Okay. Aber die beiden Führenden sind nicht allzu weit vor uns. Da haben wir schon den Zweitplatzierten. Ditsch. Danke. Und da vorne ist der erste Randa. Schön hier rum. Um die Kurve. Nitro haben wir sogar noch dabei. Das sparen wir uns dann auch für den. Ja. Zack, haben wir ihm einfach so eins mit dem Heck mitgegeben. Steht da in der Botanik. Ja, wer kommt da? Ditsch, jawoll. Den haben wir so mal ausgebremst. Ups. Und ja, die stellen wir doch mal so ab. Und dann nehmen wir mal diesen Weg hier. Ups. Und komm hier. Jawohl, sauberer. In den Drift rein. Peng! Ray Carter haben wir hier. Und Sophia an erster Stelle direkt vor uns. Na, komm schon, Süße. Wow! Aber auf allen vier Rädern gelandet. Eieieiei. Ach so, jetzt müssen wir uns hier wieder anstrengen. Aber Nitro ist da. Das heben wir uns dann für die lange Gerade auf. So, wir haben zwar einen Verfolger im Nacken, aber schließen gleich zu den beiden Führenden auf. Auf der langen Geraden, da werden wir es uns dann holen hier. Da haben wir schon den ersten Peng raus da. So, der ist weg. Und den Führenden. Jololo. Upsala. Den müssen wir auf konventionelle Weise versuchen zu holen. Casey Jackson ziemlich weit vorne jetzt hier. Das wird haarig, das wird haarig. Aber mit dem zweiten Platz. Juku. Können wir hier durchaus leben. Ja. So. Zack, sauber geparkt. Auf geht's. Schauen wir uns dann gleich mal die Statistiken an. Tja, zweiter Platz. Damit können wir durchaus leben. Stürzen wir uns dann gleich in den letzten Lauf. 900 Credits haben wir hier abgesahnt für 7 Slams und einen Powertreffer. Und sonst weiter nix. Aber wir wollen ja hier das Final gewinnen, den großen Pokal uns holen. Und da geht es jetzt. Das vorletzte Rennen, Water Canal 1, die Strecke kennen wir doch auch schon. Durch ein Wohnviertel bei den Wasserkanälen, dann die alternative Strecke über Dächer und durch schmale Tunnel. 3 Runden haben wir Zeit. Reinhauen wir. Nitro-Objekte am Straßenrand. Sichern Sie sich Nitro, indem Sie Objekte am Straßenrand rammen. Je mehr Objekte Sie hier treffen, desto mehr Nitro bekommen Sie. Danke für den Ladebildschirm, dass der so lange gewartet hat, bis ich mit dem Satz fertig war. Wir starten wieder ganz hinten, neben Jack Benton. So, dann werden hier vor uns erstmal die ganzen Brücken auseinandergenommen. Machen wir den ersten Sprung, auf dem wir Nitro sammeln. Und raus damit. Denn das Feld heizt hier schon wie irre.
Autsch, da haben wir schon den ersten Feindkontakt. Peng! Und er hat den uns glatt vor der Schnauze weggerammt. Ja, aber wir sind schon mal gut unterwegs. Sprich vorne, ruhen uns hier mal kurz an der Seite aus. Jawohl, Sophia ganz vorne unterwegs und meine Fresse, die nehmen sich hier fast selber auseinander. Und Sophia hat allerdings einen richtig guten Vorsprung ausgefahren. Zack, einmal durch die Mülltonnen durch. Ich nehme hier wieder die Abkürzung. Upsala, das war nicht so gut. Also doch einmal hier außenrum und Power to the Bauer. Peng! Jawoll! Da brauche ich gar nicht so viel zu machen. Und zack, hier mit Nitro rüber. Denn die führende Sophia, die fährt nämlich ganz weit vorne. Deswegen muss ich hier sehen, dass ich rauskomme. Peng! Jawohl, da haben wir ihn schön beiseite geschoben. Und Sophia ist in Sicht. Ups, der Telegrafenmast hätte nicht sein müssen. Ey, nichts drängeln. Wenn hier einer drängelt, oh, dann bin ich das. So, und jetzt müssen wir hier die Abkürzung sauber kriegen. Das sieht jetzt gut aus. Zack, 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 durch die Stühle durch. Und da haben wir Sophia direkt vor uns. Mal sehen, ob wir sie hier im Tunnel... Peng! Ha! Haben wir sie doch noch erwischt. Und da kriegt sie noch einen mit. Da hauen wir doch nochmal rauf. So, Nitro weg hier. Zack, den Gegner kurz noch sacht beiseite gedrängt. Upp, den Pfeiler finden. Und los geht's wieder. Unsere Sophia hat sich nämlich schon wieder ganz nach vorne abgesetzt. Das kluge Mädchen hier. So, die ist nämlich hier schon um die Ecken rum. Da vorne sehe ich sie. Und oh, hier richtig arbeiten, dass wir wieder an das gute Mädel rankommen. So. Keine Fahrfehler. Keine Fahrfehler. Ich sagte, keine Fahrfehler. Zack, durch die Gasse hier durch. Mit Boost. Telegrafenmast nicht mitnehmen. Und hier schwuppdiwupp durch die schmale Gasse durch. Da haben wir hier doch glatt den Weg abgeschnitten. Diesmal kommen wir also durch ohne ohne sie aus dem Weg zu rammen. Und Hirks, hoffentlich kriegen wir jetzt hier noch genug Boostgeschwindigkeit, dass wir als erster durchkommen. Jawohl, ganz knapp vor Sophia über die Ziellinie. Ach ja. Ach ja. So, schauen wir nach den Prämien. Ja, nicht viel. Na, aber wir haben uns ja hier aufs Gewinnen konzentriert. Und es flog ja trotzdem jede Menge Blech durch die Gegend. Schnellste Runde haben wir uns hier geholt. Das war's dann aber auch schon. Dafür liegen wir im Pokal. Schön sauber. Vorne auf geht es in die letzte Runde. Der Derby Finals. City Central 1. Bürogebäude, Glastürme, eine Parkgarage und eine Tankstelle, durch die sie preschen können. Und werden, das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Drei Runden haben wir Zeit. Auf geht's. Rausgecrasht, um diesen Bonus zu bekommen, müssen sie den anderen Wagen so hart rammen, dass dessen Fahrer abhebt. Sprich, durch die Frontscheibe aussteigt. Dein Timing stimmt nicht, lieber Ladebildschirm. Da müssen wir noch dran arbeiten. So. Wir starten wieder in letzter Position. Sehr schön. Und da wird hier gleich am Start die Umgebung demoliert. Und es geht in die erste Kurve. Da haut's die ersten hier schon raus. Da können wir gleich mal einen mitnehmen. Dich auch noch. Du kommst nicht in den Tunnel rein. Jedenfalls nicht so einfach. Und ja, den nehmen wir hier mal einfach mit und legen ihn später irgendwo ab. Na, da wird sich schon noch ein Plätzchen finden. Kitsch. Na komm schon, runter da, ab in den Park mit dir.
Guck dem Gras beim Wachsen zu. So rum. So, wir sind an sechster Stelle. Allerdings schaut's mal vielleicht aus, nachdem wie wir hier rauskommen. Durch die Tankstelle durch, da kennen wir gar nichts. Ja, vor allen Dingen keine Schmerzen. Aber schön Nitro aufgesammelt mit diesem Sprung. Zack, hier nochmal eine kleine Kollision. Jetzt kommt noch eine lange Gerade. Und da werden wir. Zack, da ist die Konkurrenz aus dem Weg. Schon ein bisschen fünfte Position haben wir. Jetzt geht's hier los. Na, die Jungs hauen sich selber weg. Was haben wir? Ah, gerne. So, und wir kommen hier mal relativ gut in die Kurve rein. Und sind an zweiter, dritter Stelle. Sophia direkt vor uns. Halleluja. Mädchen, auf dich kann man sich doch verlassen. So, wir müssen hier, zack, lala. Und, okay, wir werden mal alleine durch den Tunnel fahren. Sophia fährt oben lang. Und, ja, wir haben hier tatsächlich mehr Speed noch rausgeholt, sind jetzt an zweiter Stelle kurz vor Sophia. Die sitzt uns jetzt mal zur Abwechslung im Nacken. Aber scheint ja auch nicht sauber durch die Kurve durchgekommen zu sein. Duelliert sich da hinten. Ups, und ich muss aufpassen, dass ich hier sauber durchkomme. Den Konkurrenten hier möglichst aussteigen lasse. Bin auch gerade in Führung. Aha. So, peng, da haben wir's. Ha, Sophia, wie schön dich zu sehen. So, hinter uns bricht das Chaos aus. Stitch, so. Hier lass mal wieder ein bisschen hier passieren. Vor allen Dingen, zack, da ist wieder unsere Sophia. Da geht's jetzt gleich mit Volldampf hinterher. Vielleicht erwischen wir sie ja noch in der Kurve. Ah, sieht schlecht aus. Doch! So. Oh, wir sind ziemlich weit hinten. Durch die Aktion. Ja, Frauen kosten halt Zeit, ne? Das ist es. So, wir werden jetzt hier versuchen, Ray Carter zack auszuschalten. Ein bisschen Nitro zu holen. Wir müssen Speed machen. Wir müssen nach vorne kommen, Leute. Vierter Platz reicht nicht. Vor allen Dingen bei dem Vorsprung, den die Führenden jetzt haben. Jetzt müssen wir richtig aufs Gas gehen, wollte ich gerade sagen. Dass wir hier mit Highspeed durchkommen, diese Kurve hier vor allen Dingen auch sauber nehmen, ohne Geschwindigkeit zu verlieren. Zack. So, auf der Minimap sehe ich die Spitzengruppe schon vor mir. Zack, hier in dieser Kurve. Wir haben da jetzt den Anschluss. Haha, das ist doch schön. So. Na, komm schon, Junge. Hier, dafür. Peng. Drehen. Wie haben wir denn hier? Sophia direkt vor uns. Als zweite. Komm, einmal nochmal den Boost hier rausgehauen und zack, da musst du nochmal in die Wand rein, ne? Und komm, einmal noch. Das gönnen wir uns. Dann hauen wir hier mit letztem Boost als Vierter ins Ziel hinter Casey Jackson. Ach ja, Leute. Ach, schwierige Entscheidung jetzt. Reicht das? Autsch! Es reicht! Ja, reicht der vierte Platz? Reicht er nicht? Tja, wird der vierte Platz reichen, damit wir in der Gesamtwertung trotzdem Erster bleiben? Ich schaue einfach mal nach. Versuchen wir es. Was haben wir hier an Prämien eingefahren? 9 Slams, 4 Powertreffer, ein Superflip. Sehr schön. 1900 Credits und bester Schrotter und Bulldozer haben wir uns hier geholt, bringt nochmal 800 Credits, aber jawohl, es hat in der Pokalwertung gereicht. Halleluja! Teng, 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 ein Tusch, da ist er, es gibt nochmal 5000 Credits obendrauf. Ja. Und mit diesen wundervollen Bildern vom Pokal aus der Derby-Serie, den wir uns gerade geholt haben. Wollte ich mich verabschieden, dabei sind die schon wieder vorbei. Tja, das war's. Wir sind in Flatout 2 die Derby-Serie gefahren,
haben hoffentlich alle mächtig Spaß gehabt. Ich auf jeden Fall. Ihr habt das ja auch mitgekriegt an meinen Kommentaren. Und ja, was soll ich sonst noch sagen, außer bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu.